In meinem Bibelstudium habe ich festgestellt, dass es ein Lieblingswort für unseren Herrn zu geben scheint. Ein Wort, was immer wieder in der Bibel zu hören und zu lesen ist. Ein Wort, was einen Aufforderungscharakter hat und gleichzeitig ein Wort, was eine tiefe Sehnsucht stillt, die wir eigentlich in unserem Leben wahrnehmen. Dieses Wort heißt komm. Der Herr spricht es ganz, ganz oft zu den Menschen, mit denen er in der Bibel zusammen benannt wird und von denen in der Bibel die Rede ist. Ein Wort, das kennst du ganz sicher, finden wir nämlich in Matthäus. Da heißt es, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Der Herr kommt in unser Leben, er klopft an die Tür, aber er wird niemals ohne unsere Erlaubnis einfach zu uns eindringen, sondern er bietet sich uns quasi an und er spricht in unser Leben hinein, komm zu mir. Komm zu mir hat eine Aufforderung, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir mit allen Dingen unseres Lebens einfach uns an ihn wenden, dass wir mit den Dingen, die in unserem Leben vielleicht nicht in Ordnung sind, zu ihm kommen können, dass er diese Dinge anschaut und sie mit uns gemeinsam bereinigen möchte. Wenn wir zu ihm gekommen sind, gibt es ganz neu einen Auftrag von ihm. Wir können nicht einfach aus uns selbst agieren und irgendetwas unternehmen, sondern wir müssen erst zu ihm kommen, uns von ihm beschenken lassen und er wird uns neu befähigen, uns neu ausrichten und uns neu eine Vision und eine Berufung für unser Leben geben. Aber wir müssen erst zu ihm kommen. Und diese Einladung, die geht heute an dich. Komm zu mir. In diesem Text aus Matthäus ist gemeint, komm, wenn du Mühsal in deinem Leben hast, wenn da Dinge nicht so richtig klappen, wenn da Dinge schwierig sind, wenn Schmerzen da sind, Bedrängnisse da sind, dann spricht der Herr zu dir, komm. Er meint damit, dass du bei ihm Ruhe finden kannst, dass du Frieden in dein Leben hineinbekommst. Und das ist etwas, was von ihm kommt. Er gibt es in dein Leben. Heute hat Gott dieses Wort für dich gedacht. Komm her zu mir, wenn du beladen bist, wenn du Mühsal hast. Ich will dich erfrischen und dir Frieden geben. Das heißt, Gott hat mehr für dich.